Jo, da sehen wir uns auf jeden Fall schneller als gedacht, weil ich mir jetzt gesagt habe, ich hänge noch eine Folge hinten dran. Ist ja auch Wurst. Wir können es uns ja leisten. Das Einzige, was ich jetzt wirklich mal machen muss, musste mich mal umpositionieren. Also allmählich tat mir das Sitzen jetzt doch weh. Was war das hier gleich nochmal? Purpurstufe. Oh Gott. Wie auch immer dieses Ding entstanden ist, ich weiß es nicht. Oh, ich muss mal mich strecken und gähnen und. Och, herrlich, tut das gut. Schön. Was wollte ich denn jetzt? Also, erst einmal Holz. Wir haben ja noch Zaun und Stöcke. Und normales Holz auch noch am Start. Ich wollte mal noch eben eine Schere mir nehmen. Eine haben wir ja hier noch dabei. Die Schafe nochmal scheren. Ja, man könnte sie natürlich eigentlich noch fortpflanzen, aber das macht man andermal. Weil es halt tatsächlich momentan mehr rote als weiße Schafe gibt hier in meiner Farm. Da muss ich mal den Bestand wieder ein bisschen regulieren. Es war natürlich auch leider so, dass wir vor einigen Folgen ein paar Schafe töten mussten, weil die halt entfleucht waren. Da bleibt mir dann teilweise nichts anderes übrig. Wie bist du denn darüber gekommen? Wir müssen schon wieder töten. Das geht so nicht. Alter, was passiert hier? Warum mischen sich die. Wie kommen die denn darüber? Die kommen da eigentlich nicht über den Zaun, Mann. Der ist da so hoch, dass die Schafe nicht rüberspringen können, ja? Alter, das ist so. Das ist. Alter, das ist. Naja. Ruhe bewahren und weitermachen, ne? So war's doch. Nein, 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 nein. So, gibst mir deine Wolle noch und dann töte ich dich. Ja. Da musst du damit rechnen, Junge. So eine Scheiße kannst du nicht fabrizieren. Nicht so lange, wie ich hier dein Bauer bin. Ja, jetzt deckt doch das scheiß Schaf nicht, ihr blöden Schweine. Ihr könnt es auch nicht mehr retten. Letztendlich landet ihr noch alle in der Pfanne. So, jetzt habe ich es euch gegeben. Ciao. Blöden, untalentierten Viecher hier. Die sind echt nicht die hellsten Kerzen auf dem Geburtstagskuchen. Aber genau wie meine Katze, die ja gerade wie so eine V2-Rakete durch die Wohnung ballert. Kann die mir auf den Zünder gehen. So, ach komm. Ciao. So, Leuchtturm. Machen wir noch ein bisschen weiter, weil wir haben hier noch ganz ein bisschen Wolle. Nicht viel. Ja, wirklich mehr rot als weiß, aber ist egal. Wir waren ja eh gerade bei weiß abgestorben. Da können wir ja dort die restlichen Weißen noch rumziehen und den Rest dann wieder rot machen. Da sollte das eigentlich ganz gut passen noch. Ich muss mir mal anschauen. Erstmal muss ich da hoch. Will natürlich auch nicht abstürzen, ist klar. So, weiß. Weiß machen wir einmal hier drumrum. Dann können wir mit der roten Wolle schon wieder anfangen. Meine Fresse. Wäre ich fast wieder abgeschmiert. Oh, Leute. Weiß gar nicht, was ich hier gemacht habe überhaupt, ey. So einen Stuss zu bauen. Katze ist echt nicht die hellste Kerze auf dem Geburtstagskuchen heute. Was die wieder macht hier? Die fängt immer an, irgendwo dran rumzugraben, zu nagen. Ey, das ist keine Katze, das ist ein Biber, ohne Scheiß. Die fängt hier an, irgendwas anzufressen, leckt den Fußboden ab, raschelt wieder an irgendwelchen Beuteln rum, die hier in der Wohnung stehen. Alter, die ist so nervös, ey. Das ist unklar, das Tier. Unklar.
Was ich mir da angeschafft habe, ey, boah. Dann kracht sie wieder am Hausflur irgendwo dagegen. Weil sie die Kurve wieder nicht kriegt in ihrem Suff. Die rast so durch die Botanik. Das ist manchmal unglaublich. Das müsstet ihr echt mal sehen. Boah, ich werde da echt mal ein Video zu der Katze machen, ey. Das ist. Ja. Unglaublich. Echt unglaublich. So, naja. Kann ich auch nicht weitermachen. Ich habe hier noch ein bisschen Rot, das könnte ich zwar hier oben schon mal anlegen, aber was soll das, ne? Mein klar kann ich das so machen. Wir brauchen wirklich weiße Schafe, ich merke es jetzt gerade echt tierisch. Dass wir die rote Wolle wenigstens aufgeräumt haben. Ein bisschen davon. Ich kann jetzt gar nicht alle hier wegmachen. Das geht nicht. Auch wenn ich die da oben wenigstens noch machen könnte gerade. Ja, ah, super. So, hier noch eine. Hier noch eine. Hier noch eine. Ja, gut, passt schon. Das passt schon. So, und dann können wir hier zum Beispiel auch noch so ein bisschen fortsetzen, dass die Wolle da so langsam, aber sicher mal mit wegkommt. Man kann ja auch hier zum Beispiel weitermachen. Ach so, jetzt habe ich hier die weißen. War sehr clever. Na schön. Lassen wir es mal so im Raum stehen. Könnten wir noch so machen, alternativ. So und so, ne? Das passt schon. Normalerweise sind ja hier dann zwei dazwischen weiß und da könnte ich ja hier die letzte rote Wolle wenigstens schon mal so um die Ecke machen, ne? Ja gut, na da natürlich gerade nicht. War wieder ein Denkfehler meinerseits. Aber halt jetzt beispielsweise. Hier ist rot, ja genau, und hier. Also, ne? Das war wenigstens schon mal ein Anfang haben. Am Ende muss ich das dort eh wieder wegreißen, weil ich dann nicht mehr weiterarbeiten kann, weil wieder irgendwo was fehlt oder ich mich selber dort verbaut habe. Das werden wir dann noch merken, wenn es soweit ist. Aber es wird langsam, wird ein Schuh draus. Man sieht's. Ja. Das wird echt super aussehen, wenn das fertig ist. Da ich mich kleiner verlaufen. So, die schwarze Wolle, ja gut. Wofür wir die mal nehmen, keine Ahnung. Mach ich mal mit hier rein. So, hier haben wir noch ein bisschen Hammelfleisch, weil ich ja die Viecher vor uns weggerotzt habe. Kohle. Hä? Ach so. Ja, natürlich. Schaufeln, keine mehr. Spitzhacken, eine. Äxte. Haben wir noch eine. Den. Was wollte ich jetzt sagen? Den. Achso, den Feuerstein. Den muss ich noch hier mit reinmachen. In diese Truhe. Und die Fackeln, die kann ich ja im Inventar lassen. Damit ist ja die Folge jetzt schon wieder vorbei. Wir schließen die Türen. Weil jetzt tatsächlich eine kleine Pause wieder mal erfolgen wird. Und wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder dabei wärt. In diesem Sinne verlassen wir die Folge mit einem schönen Sonnenuntergang. Und wie gesagt, ich freue mich aufs nächste Mal. Seid wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Folge irgendwas mit 300 und irgendwas mit 400. Die heutigen Folgen haben auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.